Willkommen zu Star Citizen. Eigentlich war ich ja auf dem Weg nach Jela zu einer entspannten Mining-Tour, nach diesem ganzen Bounty-Hunter-Stress, den ich da hatte. Mein Alter da ja ziemlich schnell. Dann habe ich mir nochmal meine Pisces hier geschnappt und habe mir die nochmal so angeguckt. Ich dachte, Mensch, die hat ja eigentlich auch vier Waffen, zwar nur Size 1. Kann man da nicht noch mal ein bisschen was optimieren? Ein paar Probleme bringt sie ja mit sich. Sie hat vorne gimbelte Waffen und hinten eben nicht. Und seit neuestem gibt es für Size 1 auch Gimbelaufhängungen zu kaufen. Und so kann man also die hinteren Waffen auch gimbeln. Und da haben wir ja schon ganz gute Erfahrungen mit gemacht. Und so habe ich mir die mal geschnappt und ein bisschen umgebaut. Jetzt will ich natürlich nicht euch erst erzählen, was ich hier umgebaut habe, wenn es nachher nicht klappt. Das müsst ihr auch verstehen. Also jetzt mache ich erstmal hier einen kleinen Versuch und wenn der geht, dann werde ich euch in der nächsten Folge erzählen, was ich da rumgeschraubt habe. Es soll ja nicht zu peinlich werden hier. Aber wenn ihr hier so kurz mal drauf guckt, ihr kennt diese weißen Waffen. Ja, die gibt es auch noch einen ganz, ganz kleinen für die Pisces. Die habe ich da schon mal drunter geschnallt. Ne? Also wir bleiben im Thema und das hat sich gut bewährt. Und jetzt habe ich halt hier um Crusader herum eine Mission angenommen. Und ich hoffe, dass ich jetzt erstmal nur auf einen ganz kleinen Mini-Gegner treffe hier. So eine Mustang wäre jetzt ganz nett. Also, so, ne? Das würde ich mir jetzt hier wünschen. So, Bounty Hunter, jetzt ist es wieder der, wie komme ich da wieder hin? Und jetzt habt ihr in den Kommentaren ja geschrieben, ich könnte da quasi ja immer hinspringen. Es ist ja nicht so, dass ich da händisch hinfliegen muss. Habt ihr gesagt. Quantum Beacon müsste man einfach immer anspringen können. Und falls es mal nicht geht, ist es ein Bug und deshalb werden wir das jetzt immer so machen, dass wir hier jeden Meter hinspringen. Gut, bekanntes Szenario, Asteroidensteine, dahinter versteckt sich der Kerl. So, wir schalten nochmal eben die Bewaffnung durch. Oh, ist das süß. Ja, aber das ist so, ne? Wir haben ja einen ganz, ganz kleinen Snapfighter hier. Und warum soll der nicht auch mal was reißen können hier? Wenn wir jetzt an das Pyro-System denken, wo wir mit der Kerl hinwollen, da müssen wir doch auch die Pisces so ausstatten, dass es einigermaßen passt. Da kann ich doch nicht mit einer Pisces aufwarten, die überhaupt nicht harmoniert, wo die einen Waffen gimbelt sind und die anderen fixt. Wer hat sich sowas ausgedacht? Da mussten wir nochmal Hand anlegen. So, wir sind jetzt schon wieder locked. Jetzt will man es dann quasi auch wieder wissen. Oh, da schießt man schon. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich musste den Schildgenerator austauschen. Das ging ja gar nicht, ne? Das musste ich ja machen. Ne? Hopp, 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 hopp. Du willst mich doch hier nicht mit einer Rakete abschießen, ne? Ich bin nur eine ganz, ganz kleine Pisces. Du brauchst keine Angst haben vor mir. Das ist hier auf Augenhöhe, liebe Mustang, ja? Ich stehe im Rang unter dir. Das merke ich auch an der Geschwindigkeit. So schnell dreht sie sich nicht hier. Aber gib auf, gib auf, gib auf. Komm schon. Mensch, da kommt man nicht hinterher hier. Die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Oh, 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 oh. Ich glaube, der schießt Raketen auf uns. So. Den müssen wir neutralisieren. Wir müssen auch da eben wieder nah ran. Was ist jetzt? Oh, schön. Ja, sauber. Unsere Schilde sind noch da. Ich habe, wie gesagt, den Schildgenerator tauschen müssen. Der ging gar nicht. Also, sorry. Nix. Mit dem konntest du überhaupt nichts reißen. Und jetzt habe ich einen gewissen Konflikt. Nehme ich den Besten der Besten mit einer geringen Aufladung oder gehe ich wieder in mein bekanntes Schema zurück, dass ich auch ein bisschen hier unten, ihr seht, die Schilde auch wieder schneller aufladen lasse. Und da muss ich jetzt noch Erfahrungen sammeln. Jetzt habe ich erstmal den Besten genommen. Jo, das ging ja relativ gut.
Es war jetzt auch die Einstiegsgeschichte von Crusader. Diesen Bereich waren wir jetzt noch nicht tätig. Das nächste sind dann hier wieder die 2,5er. Wo müssen wir hier hin? Oder die CS2. Wo müssen wir da hin? Ist auch Crusader. Wir nehmen die mal. Also wenn wir schon um Crusader jetzt hier gerade sind, dann wollen wir da auch nicht wieder jetzt durchs Verse springen mit dieser ganz kleinen hier. Das können wir nicht. Also, jetzt schauen wir nochmal, ob wir da wieder hinspringen können. Ich möchte hier hinspringen. Okay, Orbitmarker 1 und dann einmal um die Kugel und dann sind wir da. Oh, ich habe hinten die Klappe offen. Aber die war aber vorher noch nicht auf, ne? Das wird sehr zugig, das sollten wir nochmal kurz zumachen. Da müsste es einen Knopf dafür geben. Wenn man mal braucht. Hier sind viele Knöpfe. Ich finde den Knopf nicht. Wisst ihr, was wir da ganz kurz mal machen? Wir stehen da mal eben kurz auf. Weil ich sehe, ich habe hier schon 74% Hunger. Komm schon, mach die Luke zu. Muss doch wohl diese blöde Luke zumachen können. Das ist ein Bug. Kinders, es ist ein Bug. Wenn ich die Luke nicht zumachen kann, kann ich nichts essen, ne? Ist so, oder? Ich muss mal gerade gucken, kann ich jetzt hier meinen Helm abnehmen? Verstecke ich? Nee, ne? Dann würde ich nämlich kurz sagen, essen wir gerade was. Ich habe doch eigentlich auch Getränke dabei und alles Mögliche. Warten, 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 ja. Dankeschön, du verstehst mich. Das werden wir nämlich essen. Mitten im Orbit. Bitte alles, komm, hau alles rein und den Rest entsorgst du im All. Gut, dann schmeißen wir die Kappe wieder auf. Und da seht ihr es, ne? Hier. Ich kann die aber auch nicht zumachen. Ich will mich da jetzt auch wieder nicht hier mit EVA hier. Das ist Spiel. Das sind die peinlichen Momente eines Bounty Hunters. Aber wir sind hier mit der Pisces unterwegs. Uns erkennt sowieso keiner als Bounty Hunter. Das ist unsere Tarnung hier. Wo war denn hier dieses Exterior? Ja, ich bin schon konzentriert, das schon. Was haben wir da jetzt? Auch eine Mustang-Delta, okay. Ja.
Oh, der gibt aber auch wieder alles, ne? Die ist nicht wendig genug. Ich dachte, sie wäre so wendig. Da haben wir auch noch einen da hinten. Das ist unser eigentliches Ziel hier. Ja, das kleine Battle im Einsteigersegment. Ah, das ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da glitzert's noch. Ja! Wer hätte das gedacht, die kleine Pisces hier? Die hält sich wacker. Das ist doch genial. Ach, das freut mich doch. Haben wir schon irgendwelchen Schaden? Ah, diese blöde Heckklappe. Die zerstört die Immersion. Nicht nach draußen gucken. Hier muss doch irgendwo der Knopf sein. Ihr wisst es alle und dann denkt ihr wieder, wie ist der bescheuert hier, dass er hier nicht sein Exterior-Knopf findet. Findet er halt auch nicht. Tut mir leid hier. Okay, 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 okay. Aber das ist doch super, ne? Und hier hast du halt auch einen Fighter, der. Da kannst du aufstehen, mal was essen und setz dich wieder hin, ne? Und dann geht's weiter. Haben wir noch was mit Crusader? 2,5. Oder 1,5. Nehmen wir 2,5. Oh, nehmen wir 2,5? Ja, wir nehmen mal 2,5. Wir wollen ja mal schauen, inwieweit wir mit der Pisces da überhaupt was machen können. Ob wir wirklich nur bei den ganz einfachen Missionen. Und selbst das wäre ja schon schön. Also da bin ich ja schon echt baff, dass das überhaupt geht. Quantum Beacon. Vielen Dank nochmal, dass ich das auswählen können muss. Das ist ein wichtiger Hinweis gewesen. Weil bei mir hat es immer nicht so geklappt und dann ist man sich immer unsicher, kann man da überhaupt hinspringen. Denn es wäre dann ja sinnvoll, wenn man Mitspieler hat, die man erledigen soll, dass man da dann in deren Bereich springt. Alles andere war ja, oh, das war ja schrecklich. So, und dann in dieser schönen Location springen wir dann auch mal hin. So, wenn es jetzt ganz haarig wird, wir haben ja noch zwei ganz kleine Silvesterraketen an Bord. Können wir mal zur Ablenkung abschießen, damit der Gegner sich so ein bisschen in die Hose macht. Und in einer Minute der Konzentrationslosigkeit macht er dann bestimmt einen Fehler. Und dann sind wir am Zuge. Das ist witzig. Das kleinste Einsteigerschiff, oder? Was man so kaufen kann. So, ich versuche auch mal mit der Geschwindigkeit so unter diesem roten Strich zu bleiben. Das erhoffe ich mir eine bessere Wendigkeit. Wobei sie schon sehr, sehr, sehr träge ist. Was haben wir hier? Oh, eine Buccaneer. Oh, jetzt geht's aber ans Eingemachte, ne? Was haben wir noch? Eine Mustang und eine Buccaneer. Und vielleicht sind es sogar zwei.
Jetzt haben sie uns aufgeschaltet. Ich sag mal, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ne? Also die Mustangs hätten es ja auch getan jetzt. Ja! Ja, ja! Ja, sie sind halt auch schnell, ne? Deren Stärke ist die Schnelligkeit. Also wenn du da nicht auf Geschwindigkeit spielst, dann hast du verloren, aber da kannst du Leute austricksen. Yes! Knapp vorbei und da haben wir es erledigt. Da haben wir noch eine, nee, ne? Gibt's jetzt. Gab's das Geld schon? Ach, ich habe jetzt wieder vergessen, diese Call to Arms Mission anzusehen. Ich vergesse das immer. So, nicht vergessen. Wir sind jetzt hier Bounty Hunter geworden, unser ganz kleinen Mini Pisces. Secured, die 3000er wartet auf uns. Leute, ich sag's euch, CS4. Wenn ich nicht zu weit fliegen muss, machen wir die noch. Würde ich gerne. Muss ich wieder hier dieses Track-on-Track-Spielchen machen? Ne, ich hatte es noch gar nicht getrackt. Oder wie auch immer. Weiß der Geier. Da soll es hingehen. Boah, bitte, bitte, bitte keine Cutlass Black. Bitte nicht. Bitte ruhig nochmal 5 Mustang Delta. Kann man sich das wünschen? Ist das Spiel so schlau, dass es weiß, dass ich hier mit dem kleinen Käfer unterwegs bin? Dass ich nicht gegen Ferrari antreten will? Die Heckklappe immer noch offen. Schade. Ja, wir sind gut getarnt, muss ich schon sagen. Da denkt doch keiner, dass wir Bounty Hunter sind. Obwohl, wir könnten ja hinten jemanden, ne? Wenn es die Surrender-Mechanik gibt, könnten wir hinten jemanden mitnehmen. Platz wäre da. Celine, ja, da wollte ich eigentlich auch noch mal hin. Ja, 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 ja. In der Nähe von dem Security Post Carrier. Das verheißt nichts Gutes. Ne? Also die, die in dieses Gefilde gehen, die Subjekte haben es verdient. So, wir gucken wieder, dass wir unterhalb des roten Strichs sind, sonst treffen wir hier gar nichts. Na, der erste Kontakt ist da. Was haben wir da? Eine Valkyrie. Oh, die kriegen wir da sowieso nicht geknackt, Leute. Das können wir doch gleich vergessen mit Size 1. Gerade mal nochmal gucken. Ich habe noch 2 von diesen Feuerwerkskörpern. Komm schon, mach nicht dahin jetzt. Elwood, wir werden uns nicht billig verkaufen. Ich sag's jetzt schon mal, ja?
Nicht, dass du denkst, hier, wer ist das denn hier? Aber wir werden uns teuer verkaufen bis auf den letzten Feuerwerkskörper hier. Und wir werden aussteigen und unseren Raketenwerfer ziehen, um diesen Elwood noch mitzunehmen. Ah, nicht schon wieder. Oh, 5. Oh, nee, danke. Ja, es sind viele. Ich weiß. Und wir fliegen wieder gegen die Sonne. Wer hat denn jetzt hier einen Vorteil? Ich nicht. Also Stravo. Oh, die schießen schon. Seht ihr das? Da ballern sie schon auf uns. 1300, wir müssen unter 1300, dann geht's erst los. So, eine Rakete ist weg. Achtung, die Schilde, die Schilde, die Schilde, die Schilde. Wir müssen außerhalb des Gefechtes, habe ich leider jetzt nicht so eine gute Schildgeneration. Ihr seht das hier unten. Die bauen sich gar nicht mehr auf, dann schießt noch einer mit Schrot. Nein, wir dürfen erst wieder in den Kampf, wenn die Dinger da sind. Lasst dir gesagt sein, ihr werdet jetzt hier nicht übermütig. Die Schilde müssen aufgebaut sein. Sonst reißen wir hier gar nichts. Ein Treffer, Bummis. So, jetzt sind wir doch wieder da. Jetzt Geschwindigkeit etwas reduzieren. So, Hit, habt ihr es gehört? Etwas drehen. Mal wieder ein paar andere Schilde drankommen. Komm, 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 gib auf, gib auf, gib auf. Oh. Träge, träge, träge. Hat jemand die Schilder im Blick? Ich kann die nicht sehen. Und wir sind noch gut dabei. Komm, 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 komm. Ah, wir sind zu nah dran hier. Wir sind unter Dauer. Wir müssen hier weg. Einmal ein bisschen boosten hier. Boah. Ja. Ich weiß es. Ich weiß es ja. Achtung. Schilde aufbauen. Wir müssen aus dem Kampf. Die Schilde. Ja, ich weiß, ich weiß. Die Kühler sind nicht die besten. Und hier mit Vollspeed. So, die Kühler bauen sich auf, zurück in den Kampf. Wir bekommen Unterstützung. Nee. Weiß ich jetzt auch nicht, ob uns da jemand geholfen hat. Ja. Da ist Career, da fliegen wir dran vorbei. Ja, Gegner, 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 Gegner. Aber wir müssen uns hier das Ziel, das ist. Und ich hab keine mehr, ne? Ja, wir sind auf Null hier unten, ich sehe es. Das ist aber auch ein schlechtes Gebiet hier, ne? Die ganzen Subjekte hier im Crimestead wegmachen lassen wollen, müssen wir hier ran. Ein bisschen viel los hier.
Ja, 4000 ist einfach zu viel, ne? Gerade ein bisschen boosten. 3, 2, 1, 8, 1, 7, los geht's. Einschießen. Bisschen hinterher. Overhit. Komm, komm, ein paar Treffer werde ich doch wohl noch landen können. Also Treffer landen wir ja, aber es heißt, eins ist halt wirklich das Kindergeburtstag, ne? Gegen die Sonne. Ja, also ihr seht's, ne? Treffer landen wir. Aber das wir kommen da nicht durch. Das ist der vollkommen egal, Herr Valkyrie, ist das vollkommen egal, ob wir hier was wir hier für Spielchen machen. Was haben wir denn sonst noch hier im Programm? Das Mustang Delta, das ist doch eher unsere Kragenweite. Dass wir die wenigstens schon mal hier aus dem Spiel nehmen. Gib auf, gib auf. Oh. Aber ich bin schon verwundert, dass wir hier so lange durchhalten. Also ich dachte, wir platzen sofort beim ersten kleinen Treffer. Komm, aber Mustang, du kannst aufgeben jetzt. Dankeschön, Dankeschön. Was haben wir sonst noch? Was fliegt da hinten noch rum? Ja, ist auch eine. Das ist doch, das sind wir doch. Hier, das. Kurz mal ein bisschen außerhalb der Gefahrenzone. Ja, die Engines sind am Overheaten, das weiß ich. Ich habe ja auch geboostet und viel Luft ist da nicht. Ja, und der lässt natürlich auch nicht ab von uns, das Ziel. Wäre ja auch schön blöd, wenn er das machen würde. Komm weg, 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 weg. Ich habe einen Täuschkörper rausgeschickt, als sie mich aufgeschaltet haben. Aber wir haben schon gesehen, die Schilde sind ganz unten. Wir müssen jetzt gerade ein bisschen raus. Hinten haben wir gar keine Deckung momentan. Das, den kriegen wir nicht klein. Das ist es halt leider. Wir halten uns schon sehr, sehr lange. Shit. Ja, shit, sag shit und geh dann aber auch drauf. Ja, sonst brauchst du dich nicht beschweren. Du siehst doch, dass wir dir nichts antun können. Das weißt du doch. Ne, der zieht ja locker an uns vorbei.
Wir müssen boosten, um hinterherzukommen. Und dann machen wir ein paar Hits. Ja, er sagt Shit, aber er geht nicht drauf. Ihr seht's. Treffer, 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 Treffer. Das Ganze mal 4. Ja, Bogi, ich weiß. Ich weiß es doch. Wir sind doch hier im Thema. Ja, Schilde sind da. Ich mache mir da jetzt keinen Kopf jetzt. Vielleicht haben wir ja ihm schon... Ah, oh, nee, der kann immer noch ballern. Ich dachte, wir hätten ihm wenigstens schon mal eine Waffe abgenommen. Durch einen Zufallstreffer. Zumindest können wir hier Dauerfeuer machen. Ist euch das aufgefallen? Ich kann hier ohne, dass der Stromgenerator sagt, Overheating, kann ich hier ballern. Ja, den kriegen wir einfach auch nicht klein. Und jetzt haben wir da noch zwei davon, die es wissen wollen. Wir haben wir da oben? Cutlass Black auch noch. Und die macht mit Schrot natürlich gleich durch die Schilde durch. Da kannst du nichts machen. Aber Treffer setze ich. Ich hoffe, ihr seht das hier. Ich bin jetzt hier nicht der Vollnoob und treffe. Nee, ich treffe, aber die gehen einfach nicht durch die Schilde durch. Danke, das war eine Cutlass Leck mit meiner kleinen Pisces. Hey! Das andere Ziel kriege ich nicht klein. Menno, der Rumpf ist schon beschädigt durch diese blöden Schnapprell-Waffen hier. Die Schrotdinger, die... meine Schilde passieren, als wär's Butter. Wenn da keiner zur Hilfe kommt. Hier, hilf mir doch bitte. Ja, da, ihr seht, die lacht doch über mich hier. Die gehen da aus dem Pilotensitz, gehen sie in die Messe und trinken erstmal einen Kaffee hier, weil sie sich so einen ablachen, dass ich mit meiner Pisces hier aufwarte. Das ist nicht wahr. Es ist zum Schießen. Ja, Constellation Killer, da brauche ich doch. Also, hier muss dann Geld da, ne? Unsere Krankenweide, aber ich will ja das Ziel da oben. Wir kriegen es einfach nicht klein. Wir kriegen es einfach nicht klein. Elwood, ich glaube, ich gebe mich geschlagen. Du hast es verdient. So wie wir dich hier unter Druck setzen, hast es verdient. Ich habe leider auch keinen Feuerwerkskörper mehr dabei. Das würde ja auch nur ein Grinsen auf dein Gesicht zaubern. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich sehe es ja. Der kommt voll auf uns zu. Versucht uns zu rammen. Das würde ihm auch nichts ausmachen. Treffer, 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 Treffer und wir machen nichts. Ja, ich muss ja wohl mit der Schnauze irgendwie dahin, da sind die Waffen.
Komm, gib auf, tu mir den Gefallen, komm hier. Du kannst doch einfach sagen, es ist dir zu langweilig und dann drückst du den Selbstzerstörungsknopf. Er sagt immer Shit und dann passiert aber auch nichts, ne? Ach, es sind zu viele Gegner, wir sind so unter Beschuss, wir sind schon so kaputt vom Rumpf her. Aber wir haben eine Cutlass Black, haben wir auf unserer Liste. Die haben wir erledigt und das können wir, oh, Missile. Gegenmaßnahmen, komm, Gegenmaßnahmen, Gegenmaßnahmen. Den Missile halten wir nicht aus. Gegenmaßnahmen. Ich verstehe den Gegner aber auch nicht, dass er jetzt hier auf mich mit einer Missile schießen muss. Das könntet ihr so, ehrlich, wenn ihr gute Schützen wärt, dann könntet ihr mich so vom Himmel holen und nicht hier eine Rakete an mich verschwenden. Er sagt wieder Shit und dann ist er aber doch noch da, ne? Ich hoffe, man hört das in der Aufnahme, dass er immer Shit sagt. Das ist aber wahrscheinlich erst nur genervt hier, dass hier der Kleine immer hier ans Bein pinkelt hier. Du kannst mal deine Schilde kurz mal ausschalten, geht das? Dann machen wir das nämlich ein bisschen kürzer hier. Ja, ja, und die Treffer. Hinten haben wir schon wieder einen an der Backe. Wir treffen aber auch nicht irgendwann mal irgendwas, was da eine Explosion auslösen könnte, ne? Die Schilde sind immer voll da, das interessiert ihn überhaupt nicht. Komm, 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 komm. Du bist doch auch schon ein bisschen rot. Genauso wie ich. Komm, ich hab's verdient. Spreng dich selbst in die Luft. Könnte ich gleich umsteigen hier und mit meiner Knarre weiterkämpfen. Wieder hat uns wieder einer mit einer Missile aufgeschaltet. Ich weiß nicht, wie viel Täuschkörper ich da noch habe. Vielleicht geht. Oh, seht ihr das, wie wir hier leuchten? Und wir haben immer noch eine Missile am Backen. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ja! Ja! Ja, wir haben Elwood erledigt. Boah, mir fehlen die Worte. Wir haben 3000 bekommen, so viel Geld. Da sind wir ein ganzes Jahr lang versorgt. Boah, da kann ich ja Sprit kaufen für meine Pisces. Echt 2 Jahre lang. Oh, und nochmal 1700. Und die schmeißen uns das Geld hinterher. Und eine Missile ist uns am... Boah, ich muss hier weg. Komm schnell weg hier. Wir haben immer noch eine Missile hinten. Ach, wir sind immer noch aufgeschaltet. Oh, komm, schnell, schnell, schnell. Spool doch endlich. Kalibrieren und dann... Boah, mit offener Heckklappe haben wir das überstanden. Ja.
Da wollen wir jetzt mal gucken, wie es uns geht. Schmeißen wir mal kurz den Anker. So, einmal kurz auf Null. Und gucken wir mal. So, also da hat es uns ordentlich verbrannt. Wir können aber sagen, dass die Waffen hier so ein bisschen geschützt sind hier vorne, neben den Retro-Thrustern. Und hier hinten sind sie unter den Flügeln und große Flügel haben wir ja nicht. Aber hier seht es auch, wo war es jetzt? Hier unten sind wir ordentlich verbrannt. Aber ansonsten, sowas abgeballert haben sie uns nicht. Hier oben an der also an der Docking-Station, da sind wir auch ein bisschen kaputt. Ansonsten sind wir aber noch da, ne? Gut, also da können wir doch mal mit den Bildern jetzt hier ein positives Fazit ziehen. Wir können sagen, also die Pisces, die etwas gepimpte Pisces, hat es letztendlich gerockt. Mit Cutlass Black haben wir auf der Liste, eine Valkyrie haben wir auf der Liste und das Kleingemüse, ja, was eigentlich eher so unsere Linie wäre, Mustang Delta, das ist überhaupt kein Problem. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gucken wir mal, was habe ich eigentlich umgeschraubt. Da wollen Sie es wissen, da sind Sie jetzt hinterhergekommen. Seht ihr den Gegner? Aber den Sieg könnt ihr mir nicht mehr nehmen. So, in der nächsten Folge gucken wir mal ganz kurz, was habe ich denn verändert. Und dann. Boah. Nee, das ist jetzt nicht unseres hier, ne? Den Sieg fahren wir nach Hause. Mit den Bildern verabschiede ich mich. Zack, Vollspeed. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir noch mal ganz kurz drüber gucken, was haben wir denn verändert, was hat sich bewährt. Bis dann in Star Citizen.